Hallo zusammen, wir zerlegen den Primärantrieb beim SAX-Motor. Grundsätzlich SAX 502, 503, alles plus minus das gleiche. Als allererstes habe ich hier das Spezialblockierwerkzeug. Ich lege dieses ein, setze zuerst die obere Halteplatte auf und dann die Verzahnungssperre. Nun kann ich hier mit einer Ratsche und einer 17er Nuss das Ganze ganz bequem lösen. Dann hier ganz wichtig, bevor wir die Kupplungsnabe abziehen, den Druckstift herausnehmen, damit wir mit dem Abzieher ja keinen Druck darauf geben. Nun schraube ich hier den Abzieher drauf und löse hier nun mit dem Abzieher die Kupplungsnabe vom Konus herunter. Nun kann ich hier schon mal die erste Sperrplatte wieder entfernen, die brauchen wir nicht mehr. Hier habe ich den Konus zusammen mit der Federscheibe. Hier unten ganz wichtig, ich nehme auch schon den Keil raus, der muss weg sein, damit wir später die Vorgelegewelle rausnehmen können. Nun muss ich hier noch diese Mutter und die Zentralmutter lösen. Als allererstes gehe ich hier an die Zentralmutter. Hierfür wichtig, zuerst das Klemmblech, das Sicherungsblech, dass dieses gelöst ist. Dann setze ich wieder die Haltescheibe ein, nehme hier eine Nuss mit Schlüsselweite 26, setze die ein und Achtung, hier haben wir ein Linksgewinde, sprich wir drehen hier im Uhrzeigersinn zum Lösen. Nun, wenn diese Mutter auch gelöst ist, setze ich hier den Halterring noch ein letztes Mal ein, nehme wieder die 17er Nuss und kann somit noch die Mutter vom Antriebszahnrad lösen. Auch hier haben wir wieder ein Sicherungsblech. Dieses werden wir selbstverständlich ersetzen und bei der Neumontage ein neues verwenden. Das Primärritzel kann ich so herunternehmen. Ich schaue immer, die Schrift ist in der Regel nach oben, damit das wieder gleich zusammengesetzt wird. Auch hier haben wir wieder ein Keil. Den Keil kann man gut mit einem Seitenschneider wegnehmen. Zu guter Letzt muss noch der Kupplungskorb abgezogen werden. Hierfür gibt es auch ein schönes Spezialwerkzeug. Ich setze dieses so auf den Korb rauf, setze die Passstifte ein. Kann hier nun beginnen mit Ziehen. Ja, ganz wichtig. Wenn ihr zieht, jetzt ist der Korb sehr schön gleich vom Konus runtergesprungen. Manchmal halten die relativ gut. Dann einfach ein bisschen anziehen, dann spannt es das Ganze vor und dann mit einem Hammer einen ganz leichten Schlag hier auf den Kopf geben, damit sich der Konus lösen kann. Wenn ihr zu fest zieht, kann sich hier der Kupplungskorb verbiegen, weil das Ganze ist doch auch nur aus relativ dünnem Blech gefertigt. Als nächstes kann ich den Korb herunternehmen. Hier haben wir auch wieder ein Sicherungsblech, das wir ersetzen. Und hier haben wir den Korb. Hier prüfe ich kurz die Verzahnung, ob die gut aussieht, ob die nicht irgendwie eingelaufen ist und ob diese Nieten noch halten. Für das kann ich einfach kurz von Hand dran rütteln. Wenn diese lose wäre, würde das mir jetzt auffallen. Ist ein Problem, das sehr oft vorkommt. Hier zum Glück nicht.